Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir befinden uns irgendwo in einem Fahrstuhl. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich habe nämlich das letzte Mal letzte Woche aufgenommen. Nuka, Kate, Ticken, Tickets? Cool. Damit kann ich Preise abstammen. Abstauben. Und was zum Teufel bist du? Victory. Cool. Denn ich hatte ja. Huch. Denkst. In Operation letzte Woche und da musste ich leider ein bisschen die Fresse halten. Jetzt kann ich die Fresse wieder aufreißen und deswegen spielen wir weiter. Wir gehen hier erstmal raus, weil ich nicht weiß, wo wir sind. Wo wollte ich hier drauf drücken? Ist das das, was ich wollte? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall Hunger, deswegen ziehen wir uns kurz was rein. Haben wir auch noch was? Ja, Kram haben wir, ne? Leefliegenfleisch. Ich glaube, ich habe eine Krankheit, weil das nicht gekocht war. Kaugummi, Karotte, Mais. Ist hier noch irgendwas gebraten oder so? Pochiert. Ha. Stimmt, in der letzten Folge hatte ich ziemlich viel gefressen. Und nicht darauf geachtet, dass ich da irgendwie so ein Symbol hatte. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren. Wir werden es herausfinden und wir waren hier schon mal. Okay. Gut. Hau ab. Gut zu wissen. Hätten wir auch die andere Folge angucken können. Huch. Ich habe auch Licht. Hallo, Licht. Ah. Hä? Achso, ne. Was ist mit meinem Licht? Hallo? Mein Licht ist weg. Achso, ich habe keinen Helm mehr auf. Stimmt. Ah. Ah. Aha. Ah. Da war ja was. Wir haben uns ja so eine Coca-Cola-Brille angezogen. Jetzt kommt's langsam. Es kommt langsam. Wie scheiße siehst du denn aus? Kommt langsam alles rauf. Bitte? Oh nein. Ich hatte mein Handy nicht auf Flugmodus. Oh nein, die Pokémon folgen. Ja, ja, ist ja gut. Drehen wir nicht durch. Oh Gott, die Pokémon folgen. Oh Gott, die Pokémon folgen. Oh Gott, sorry. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ach shit, egal. Passiert. Ich ziehe mir meine Folgen gleich mal rein und gucke, wo die Störgeräusche kommen. So, trifft den Bandenboss der Jünger. Okay, dann machen wir das mal. Dafür müssen wir in die Richtung. Es ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Lass mich hier durch. Okay, blutgetränkte Futtertrug. Warum auch nicht? Braucht jeder mal. Pass auf dich auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Ja, du hast gleich was anderes im Auge. Ach, die wehren sich gar nicht. Cool. Ich bin auch der Big Boss. Oh, das ist eine DLC nach meinem Geschmack. Sehr schön. Niemand kann sich wehren. Ich kann sie alle töten, wie ich will. Uhuhu. Los, Mädels. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet. Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Der neue OB, bestimmt was? Nichts Großes. Du wirst bestimmt mit Nisha sprechen. Mit Nisha. Wird das sagen. Hey, Dixie. Powerrüstungen habe ich nie verstanden. Das nimmt den Kämpfen doch den ganzen Nervenkitzel. Dixie, du heißt wie eine Toilette, Alter. Savoy? Oh, Nuka-Cola hängt mir zum Hals raus. Wie kannst du es wagen? Kannst froh sein, dass du so eine Spezialperson bist. Bist du jetzt tot. So. Hallo, Nisha. Hallo. So, du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Kleines Projekt?
Kleines Projekt? Was soll das denn bitte heißen? Hat Gage denn nichts gesagt? Offenbar sind wir nicht gut genug, den Laden hier allein zu schmeißen. Gage wollte, dass ein Schoßhündchen Coulter ersetzt. Aber ich schätze, ein Schoßhündchen abzurichten ist viel einfacher, als uns dazu zu bringen, das zu tun, was er will. Mal eine kleine Frage. Wie zum Teufel guckt ihr alle? Eure Augen sind verdeckt. Hä? Leute, die können doch gar nichts sehen. Und wer bist du? Seine Großmutter? Wenn ich es wäre, hätte ich dem kleinen Speichellecker schon längst die Kehle durchgeschnitten. Gage wird nie einer von uns sein. Er ist ein Versager. Er kann von Glück reden, dass wir ihm eine zweite Chance geben. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Ihr seht die ganze Sache so, ja. Ihr seht nichts. Wie wolltest du den Overboss töten? Blind? Ach Gott. Regeln schränken uns nur ein. Wir sollten die Freiheit haben, zu tun, was wir wollen. Genau das wollte ich Coulter klarmachen. Wenn er auf mich gehört hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Obwohl eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Ja, Kindergeburtstag. Das nennt ihr eine Feuerprobe? Wäre ein Kindergeburtstag. Enden Kindergeburtstage mit dem Tod. Ja. Wenn dir Gage nicht geholfen hätte, wärst du jetzt tot. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Ich erledige die Dinge auf meine eigene Art. Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen. Ob es dir gefällt oder nicht. Ach ja? Ein paar Dinge solltest du bedenken, bevor du anfängst, die Dinge auf deine Art zu erledigen. Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Hallo. Nichts zu tun. Ich könnte dich gebrauchen. Mal gucken, was die für Quests anbieten. Red weiter. Ich hab grad dran gedacht, wie langweilig das Leben der Unternehmer sein muss. Wir sollten ihnen etwas Abwechslung verschaffen. Sie haben sich mit einem Bekannten angefreundet, den ich vor einer Weile mal verschont habe. Ich glaube, ich will meine Entscheidung von damals nochmal überdenken. Wenn du verstehst. Da werde ich wohl lieber passen. Versteh schon. So ein kleiner Job ist zu viel für dich. Nein. Es sind einfach nur scheiß langweilige Quests, die ihr da anbietet. Die immer wieder dieselben sind anscheinend. Du führst vielleicht Nuka World. Aber das hier ist Jüngergebiet. Gutes Treiben, was war das? Okay, okay. Ich gebe zu, das war ein Fehler. Oh oh. Macht dir das auch so viel Spaß wie mir? Scheiße. Töte mich, töte mich. Wir wissen, wo ich lande. Oh Gott, ich habe Angst.
sollten hier das Sagen haben. Hä? Ah, jetzt funktioniert es plötzlich. Ihr wollt mich verarschen, oder? Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Was ist mit dir, Großer? Hör auf zu reden. Gar keine Meinung dazu? Solange er mir nicht im Weg steht, ist mir der Glückstreffer. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet. Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Ha, ist bestimmt nichts Großes. Willst du reden? Dann red mit Nisha. Hey! So, du bist also Gages kleines Projekt. Ja. Sein Schoßhündchen. Ja, komm. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war... Du hast die... Hello. Also, wenn ihr... Aber ich bin... Ansonsten... Die Welt braucht Regeln. Regeln? Kurz. Aber natürlich... Man sollte das Ding schließen. Es ist gefährlich. Er hat... Du solltest das also... Einen besseren werdet ihr nicht finden. Möchtest du... Klar. Du musst wissen, wir sind weh, wenn du... Arbeitet für mich, dann bekommt ihr, was ihr... Gut. Also, hier... So, scheiß drauf. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ja, und das ist doch gut. Hoffentlich kriegen wir bald neue Läufer für die Feuerprobe. Das war mir ein Bedürfnis, Freunde. Tut mir leid. So, finden wir hier auch wieder irgendwelche Notizen, Nachrichten, irgendwas Interessantes vielleicht. Ohne dass wir die ganze Meute auf uns hetzen. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, halt dein Messer immer geschärft. Schlampige Arbeit mag niemand. Ich hab kein Messer. Töten kommt besser als stehlen. Dieser Rausch ist... Jünger Terminal. Bekanntmachung. Die Regel. Nur zur Erinnerung, wir haben hier eine Regel in Nuka World. Wenn du jemanden von einer anderen Bande tötest, lass dich nicht erwischen. Wenn ich mitbekomme, dass irgendjemand gegen diese Regel verstößt, kümmere ich mich persönlich um ihn. Nisha. Neuer Overboss. Wir haben also einen neuen Overboss. Unsere einzige Regel gilt immer noch. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann er gerne zu mir kommen. Nisha. Ich mag den Namen Nisha. Veranstaltung. Nächtlicher Raubzug. Wer macht mit? Wenn ihr Interesse an einem nächtlichen Raubzug habt, kommt um Mitternacht zur Einschienenbahnstation. Oh, das ist interessant. Feuerprobenläufer. Wenn euch scheiß langweilig ist, kommt bei Einbruch der Dunkelheit zum Haupttor. Ich habe gehört, dass eine Karawane in der Nähe vorbeizieht. Die schnappen wir uns für die Feuerprobe. Und als Sahnehäubchen gibt es noch ein paar Vorräte. Hackfleischparty. Sehnt ihr euch nach Blut? Wollt ihr mal richtig die Sau rauslassen? Dixie veranstaltet wieder ihre monatliche Hackfleischparty. Also, weg mit den Champs, raus mit den Messern und gönnt euch was. Wonach wir alle süchtig sind. Hackfleisch? Nachrichten. Du bist tot. Wer auch immer in meinen Helm gepisst hat, ist tot. Sowas ist doch wohl unterste Rudelschublade. An Bailey. Ich habe dir an der gewohnten Stelle eine kleine Überraschung hinterlassen. Vielleicht kannst du das ja bei deinem Arschloch einsetzen, das wir beide kennen. Ich muss mich jetzt erstmal um ein paar Sachen kümmern. Bin aber bald wieder zurück. Ich dachte mir, dass du wahrscheinlich nicht warten willst. Mary. Hör mit den Verbesserungen. Ich suche jemanden, der mir ein Messer aufpimpt, da ich von Metall mal so gar nichts verstehe. Wir können handeln. Ich habe auch ein paar Kronkorken. Meldet euch, wenn ihr Bock habt. Witzbolde können sich die Antwort sparen. Zu. Ruby. Vertraut Ruby nicht. Die ist eine verräterische Schlampe, um die man sich mal kümmern sollte. Ich habe sie erwischt, wie sie Kronkorken aus meinem persönlichen Vorrat genommen hat und dann auch noch alles abgestritten hat. Zum Glück kann sie nicht lesen, also weiß sie noch gar nicht, was sie erwartet. Sie verdient es nicht, eine von uns zu sein. Paige. Wahnsinn. Muss zu. Nuka-Cola. Nuka-Cola. Max, wenn es leuchtet. Das Beste an einer Maske, dass ich nicht so aussehen muss, als würde mich interessieren, was die Leute sagen. Ich glaube, du kannst selber nicht gucken, ey. Mit euren komischen Masken ohne Augen. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Mein Besuch aus der Vergangenheit ist. Mach da erstmal Liegestütze, was ist denn los mit dir? So, wo ist dieser Zu? Wahrscheinlich so ein Zuhälter. Badabumsch. So. Die küssen sich. Ja, ich weiß.
Was ist schlimmer? Eine Krawatte oder einen Teddybären zu tragen? Teddybär? Hoffe ich mal. Ich habe keine Krawatten. Hat mich gerade beleidigt. Stopp, nö. Bin Overboss. Du führst vielleicht Nuka World, aber das hier ist Jüngergebiet. Hier haben wir das Sagen. Nisha hat hier eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Tolle Regel. Ich bin überrascht, dass Kota so lange durchgehalten hat. Ich glaube, wir alle wollten ihn tot sehen. Dixies Souvenir. Ich habe mich heute wieder mit diesem Jüngermädel angelegt. Anna, ich bin's leid, dass sie immer gewinnt. Sie zielt besser, reagiert schneller und schlägt sogar härter zu. Tja, nicht mehr lange. Scheiß auf die Regeln, die hole ich mir. Und wenn sie mit dem Gesicht nach unten im Schwanteich treibt, sehen wir, wer besser ist. Kann's kaum erwarten. Was zum Teufel? Wie bist du hier reingekommen? Ich hab so meine Methoden. Ich bin nur hier, weil Anna Nisha helfen will, den Frieden zwischen den Banden zu wahren. Ich aber nicht unbedingt. Was zum... Ich schwöre bei Gott, ich töte sie alle. Ich sollte dich ruhig halten, bis ich dich nach Fisthub zurückgebracht hab. Oh, habt ihr das hier für mich aufgenommen? Ihr Unternehmer seid ja echt herzallerliebst. Hey, Ruth. Sammy ist gerade mit diesem Mädchen namens Dixie zurückgekommen und hat die besten Neuigkeiten aller Zeiten. Sie sagte, sie käme von einem Ort namens Nuka World, an dem wir sicher und geschützt sein werden. Endlich. Ich bin es so leid, mich hier draußen mit Rydern rumzuschlagen, Essen zu finden und einfach nur zu überleben. Wir packen unsere Sachen und verschwinden. Ich wollte dir diese Nachricht hinterlassen. Es ist so unglaublich nett von euch, eine Fremde in eurem Zuhause aufzunehmen. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, dich getroffen zu haben. Nicht so glücklich wie ich. Was machst du da? Warte, ich dachte, du wärst hier um... Kate, lauf weg! Sam, nein! Was hast du getan? Keine Sorge, Schätzchen. Ich würde zwei Verliebte niemals trennen. Nein! Ah, lief doch gut. Was ist das? Ich glaube, dich behalte ich als kleines Andenken. Okay, sie ist krank. Sie ist krank. Hier ist in Sachen Handel nicht viel los. Ich spiele mit dem Gedanken, die Zelte abzubrechen und wieder zurück ins Commonwealth zu gehen. Wir haben den Brahmin an so einen verdammten Red Skorpion verloren. Und ich glaube, Emmy hat sich was eingefangen. Power-Rüstungen habe ich nie verstanden. Das nimmt den Kämpfen doch den ganzen Nervenkitzel. Dieser ganze Plan war Mist. Derzeit haben wir kaum genug Einnahmen, um unsere Verluste auszugleichen. Hey, seid ihr der Händler? Ich kenne einen guten Platz in der Nähe. Bringt garantiert was ein. Schaut euch einfach mal an. Ja? Ich weiß nicht, ob wir einer Fremden mit Maske überhaupt vertrauen sollen. Bist du nicht vielleicht so ein Raider? Ich bin kein Raider. Und ich trage diese Maske nur, weil ich mich irgendwann mal mit dem Yao Guai angelegt habe. Ist eure Entscheidung. Wenn ihr Interesse habt, Nuka World liegt nicht weit entfernt im Norden. Könnt ihr nicht verfehlen. Sagt einfach, Dixie hätte euch geschickt. Dann behandeln sie euch wie Familienmitglieder. Kurz mal die Augen offen halten? Wir besprechen das. Diagnoseprogramm. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Danke. Vielleicht sollten wir uns diesen Nuka World Außenposten anschauen, bevor wir zurückgehen. Könnte ein Versuch wert sein. Ich muss mit den anderen reden. Hoffentlich gibt es diesmal keinen Streit. Ich hasse es, wenn alle Leute dazwischen reden, weißt du? Ist echt schlimm. Naja. So. Die Dixie ist also ein bisschen bekloppt, ja? Töten kommt besser als stehlen. Dieser Rausch ist der Wahnsinn. Außerdem sind die Hörbänder ganz schön leise. Alter Schwede. Verstehst ja kaum was. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Nö, ich wollte eigentlich auch was lesen. Gibt's hier nicht ein paar Zellen, wo nur Leichen sind?
Gemütliches Kissen, okay. Diese Händler wissen hoffentlich, dass sie nur noch leben, weil wir es zulassen. Ja, Nisha. Das wissen sie alle. So. Wo ist jetzt dieser komische Zoo? Wo ist er? Existiert er überhaupt? Ist das nur eine Projektion meiner Gedanken? Bin ich OP? Unterland. Ach, das ist ein Finger. Zeigst du hin? Huch! Offensichtlich nicht da. Oh, Jangles, der Mond dafür. Ja! Ich bin glücklich. Ich bin ein glücklicher Zero. Gibt's denn sonst noch irgendwas oben? Ein bisschen Kram und Essen. Wieso nicht? Essen haben wir sowieso kaum was. Jedenfalls nicht gebraten oder gekocht, wie auch immer. Was hier oben ein Lagerfeuer macht, weiß ich auch nicht, aber wir gehen jetzt. Wird Zeit, sich zu verabschieden. Woo! Und apropos verabschieden, ich würde sagen, morgen ziehen wir dann los zum nächsten Overboss-Typen. Nicht Overboss, sondern Miniboss. Ich bin der Overboss. Und dann werden wir mit dem mal schnacken, uns bei dem umgucken und hoffen, dass da nicht so eine kranken Persönlichkeiten sind wie ihr Dixie, die sich nach einem Klo benannt hat. Wer weiß, vielleicht brauchte sie ihren Namen nicht, ist irgendwo an einem Gebäude vorbeigegangen, kleiner Hütte und da stand Dixie drauf. Da dachte sie, ja, Dixie hört sich gut an, nehme ich. Und das war dann so eine Toilette oder so. So kann ich mir das vorstellen. True Story, Alter, true Story. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.